Hallihallo, hier ist wieder die Anja Müller vom Puppenschuppen Werkstatt für Figurenbau und vom Figurenkombinat. Jetzt hat es ziemlich lange gedauert, bis ich jetzt hier weitergekommen bin mit meinem Storch. Und der Rohbau ist aber jetzt fertig. Ich zeige euch mal, wie es weitergegangen ist. Und zwar ist es folgendermaßen. Der Storch hat hier seine Grundkonstruktion bekommen. Der ist auch hier schon mit Plexiglas versehen, damit man in den Körper hineinschauen kann. Er ist ziemlich groß, etwas über 2 Meter. Das musste ich gestern noch vergrößern, damit man sich bei der Schnabelkonstruktion nicht das Auge pieksen kann. Wenn man jetzt hier unten zieht an der Schnur, die da unten entlang geht, klappert der mit dem Schnabel. Und wenn man an einem anderen Faden zieht, dann kann er seine Flügel bewegen. So. Das sieht man jetzt noch nicht ganz so gut, weil er praktisch ja noch kein Gefieder bekommen hat. Und auch noch an den Beinen ist er noch sehr nackig. Damit werde ich jetzt heute anfangen. Es sind schon die ersten Teile für den Schnabel fertig. Wie gesagt, ich musste den aus Schaumstoff machen. Ich wollte den eigentlich aus Blech formen, aber das ist zu spitz und zu gefährlich, dass das jemand vorne ins Auge bekommt. Ja, dann fange ich heute mal an mit Formen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis bald mal wieder. Ciao!